Oder eher nicht. Wir haben sogar noch einen neuen Filmtrailer, den wollte ich mir noch mit euch zusammen angucken. Das können wir noch mal ganz kurz machen, nämlich einen Filmtrailer zu einer Dinosaurier-Doku. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal an. Official Trailer T-Rex Dinosaur Documentary. Das Ding heißt wirklich nur T-Rex. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß nicht, worum es geht. Schätze aber mal, dass das Ganze so ähnlich aufgebaut sein wird wie damals die Doku mit Big L. Wer es kennt, wer nicht, der hat was verpasst. Das war eine Dokumentation, bei der es wirklich nur oder im Fokus um einen Allosaurus ging. Den haben sie eben Big L genannt. Ja. Ich glaube, dass das so was Ähnliches jetzt hier sein soll, nur eben diesmal mit einem T-Rex. Dann gucken wir jetzt mal, was die neue Dokumentation so zu bieten hat. T-Rex. Ich bin sehr gespannt, hätte auch sehr, sehr Bock drauf, wenn das Ganze mindestens, es muss nicht ganz so geil aussehen wie bei Prehistoric Planet, das wird ein bisschen schwierig. Das ist mit Abstand die beste Dinosaurier-Dokumentation, die ich bisher gesehen habe. Apple TV Plus exklusiv. Aber es sollte schon irgendwie in die Richtung gehen. War aber traurig irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Das Ende war traurig und die eine Szene mit den Allosauriern, die da in diesem, was war das denn, in diesem Schlamm eingefangen waren. Das war auch eine sehr, sehr, sehr traurige Szene. Mit echten animatronischen Puppen übrigens. Wir schauen da gleich mal ganz kurz rein. Die Szene gibt es auch hier auf YouTube. Oh. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das waren die Lophosaurier, oder? Zeigt mal ganz kurz. Ich weiß, viele mögen das ja nicht, dass die inzwischen ja alle mit so Federn dargestellt werden. Was ja aber wohl relativ akkurat ist, laut aktuellem wissenschaftlichem Stand. Aber ich finde das voll faszinierend und die sehen nicht mal so kacke aus mit den Federn. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das sind, glaube ich, die Lophosaurier hier. Das sieht gut aus. Okay. Ja, also es sieht nicht so gut aus wie Prehistoric Planet, aber es ist schon eine hübsche Sache. Da die Baby-T-Rexe. Da war gerade der Spinosaurus, verarsch mich doch nicht, oder bin ich blöd? Seht ihr das hier hinten? Wo der drauf zuschwimmt? Ist das hier nicht ein Körper und das ist doch ein Segel, oder nicht? Oh! Dr. Alan Grant Cosplay, ey, was ein geiler Typ. Also, ne? Das ist ja schon, das ist ja... Okay. Er ist einfach Dr. Alan Grant im echten Leben. Es sieht, es ist so eine Mischung zwischen zu digital und geil. Das ist jetzt zu digital, finde ich. T-Rex. Ah, er hat quasi Mama gerade gefressen, okay.
Vor kurzem wurde eine neue Art von Tyrannosaurus gefunden. Das habe ich aber auch gelesen, aber das ist schon ein bisschen länger her, ne? Das war noch 2023, wo der gefunden wurde. Weiß aber auch nicht mehr, wie er hieß. Sieht auf jeden Fall geil aus, die Doku. Steht sogar in IMAX and other Cinema. Was? Das kommt sogar in bestimmten... Was sind denn Museum Cinemas? Das soll, glaube ich, nur ein Witz sein. Aber dann kommt das Ding tatsächlich ja erstmal im Kino anscheinend.